So, ja, Blumenmann, was machst du da? Gestern haben einige gedacht, war das etwas negativ, mein Flug? Ich war einfach überwältigt und glücklich und auch müde, was ich ja auch sein darf, aber ich war übermäßig glücklich mit dem Erfolg. Und ich will ja auch Stress haben. Das sollte nicht eigentlich negativ oder so wirken, sondern es sollte eigentlich übermäßig positiv wirken. Und heute habe ich wieder so einen vollgestopften Tag gehabt. Ich bin jetzt da noch am die letzten Tulpen bereit machen, dass sie morgen wieder schön vor Ort sind. Ich hoffe fest, dass die Post mir hilft, diese Pakete rechtzeitig zu versenden. Gestern, also heute, habe ich ganz, ganz viele positive Rückmeldungen erhalten, dass viele die Tulpen bekommen haben. Sie haben etwas weggewirkt und jetzt habe ich da extra noch so eine kleine Beschreibung bereit gemacht, damit alle auch wissen, okay, wenn Tulpen ein wenig welken, die stehen relativ schnell wieder auf, wenn man denen wieder Wasser gibt. Und ja, so kann ich eigentlich meine Kunden, egal ob sie in der Schweiz bei mir nebendran wohnen oder wenn sie ganz weit weg wohnen, mit Tulpen beliefern. Natürlich nicht, wie soll ich sagen, innerhalb eines Tages, also nicht innerhalb von 12 Stunden oder so, sondern über Nacht. Jetzt ist kurz nach 17 Uhr. Ich werde jetzt dann die Pakete bald auf die Post bringen und die Post wird diese Pakete bis morgen, irgendwie kurz nach Mittag oder so, ausliefern und so können da ganz viele Leute ganz viel Freude haben. Dann nehme ich für diese Aktion so Upcycling, diese Papiere, die ich ansonsten immer bekomme, wenn frische Blumen kommen. Und so kann ich die jetzt ganz, ganz praktisch benutzen. Dann machen wir mal den Packer dran. Gestern, als ich auf die Post ging, hast du hergelegt? Merci vielmals. Mega lieb, danke, Hitcho. So. Mein netter Nachbar Hijabi hat mir jetzt noch Kartonschachteln gebracht, damit wenn ich da noch mehr Bestellungen bekomme, dass ich da wirklich auch schön ausgerüstet bin. So, wenn ich da schön sorgfältig reinstopfe, diese Tulpen, sollten eigentlich auch keine Tulpen zerpflückt werden, sonst kann mir dann die Empfängerin, die dieses Karton bekommt, auch sagen, ob alles schön gepasst hat, weil das Wichtigste ist ja, schön kompakt verpacken, weil wenn man die nicht schön kompakt verpackt und sie dann hin und her wackeln, gehen sie auch kaputt. So, dann habe ich da noch so ein Bastschnürchen genommen. Und dieses Bastschnürchen binde ich da unten drum, um die dünnste Stelle der Tulpen. Und so kann ich auch sicher gehen, dass da der Tulpenstrauß gut hält. Also so kann ich da wirklich machen, wackeln und machen und tun. Und ja, wenn du nicht für dich selber bestellst, habe ich da noch die Option drin beim Bestellen für eine kleine Grußkarte. Machen wir da auch noch rein. Jetzt habe ich da schon so viel Klebestreifen benutzt. Und da machen wir doch noch den Kleber drauf. Und dann noch die Adresse. Da habe ich alles schön vorgefertigt. Ich habe da sogar noch so ein kleines Sujet drauf. Also du kannst dich richtig freuen, wenn du so ein Paket bekommst. Ich halte es jetzt extra ein wenig schräg zu mir. Nicht, dass ihr da sehen könnt, weil heute eine der Morgen sich auf Tulpen freuen kann. Vielleicht willst du auch sagen, ja, ich bin in der Schweiz zu Hause und ich brauche doch fürs Wochenende auch noch frische Tulpen. Ich denke, morgen bestellen und du hast diese Tulpen schon bald. So, und dann nehmen wir da noch eine etwas größere Kiste, weil jemand hat da auch noch einen großen Kranz bestellt, Frühlingskranz für die Türe. Ich habe den Kranz irgendwo schon hingelegt. Mal schauen, wo er ist. Ja, genau. Alle, die gestern mein Chaos gesehen haben, es sieht schon wieder so aus. Ich lege den Kranz wieder schön rein und er passt eigentlich schon wie angegossen rein. Und nun machen wir da auch wieder mit dem dünnen Bastschnürchen. So eine Befestigung. Ich sage da immer, nicht sparen mit dem Bast.
weil je mehr Bast man da nimmt, umso besser wird es dann auch gehen, dass wirklich eine anständige Fixation ist. Manchmal nehme ich 2 Bast, manchmal nehme ich 4 Bast oder 3, je nach Situation muss man da einfach selber so ein wenig entscheiden. Man kann ihn ja auch hin und her wackeln und dann sieht man auch, oh ja, hier braucht es noch was oder nicht. Ja, ihr wollt sicher noch wissen, was ich sonst heute noch gemacht habe, weil einfach so auf dem Liegestuhl bin ich nicht gesessen. Ich habe wieder einiges ausgeliefert und ich habe heute auch noch ein schönes Blumenherz kreiert, oder besser gesagt ein Rosenherz. Ob es schön ist oder nicht, schaust du am besten auf meinem WhatsApp-Statusbild. Das habe ich dort hingepostet. Und wenn du noch nicht mein WhatsApp-Nummer hast, dann am besten gehst du einfach schnell in der Beschreibung schauen und dann siehst du mein WhatsApp-Nummerchen. Und da kannst du einfach eben schauen, was macht der Blumenmann und ja, was hat er gerade Aktuelles. Das ist etwas anders als auf Facebook und als auf YouTube. Da gebe ich mir immer Mühe, ja, einige, wie soll ich sagen, andere Eindrücke auch noch weiterzugeben. So. Ja. Ansonsten hatte ich, wie soll ich sagen, spaßige Tage heute, habe ich das Gefühl. Ich bin viel ausgeglichener, viel entspannter und ich hoffe, morgen geht es so weiter. Morgen gibt es wieder frische Tulpen und ich nehme euch sicherlich auch morgen wieder einmal mit nach hinten in den Arbeitsraum und ich nehme euch auch mit morgen auf eine Tour in die Höhe von Großerstetten. So ein Einzahlungsschein rein. Noch einen netten Gruß rein. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Post von mir bekommen hast. Was ich kann, ist so eine kleine Blume zeichnen. Viel anderes kann ich leider nicht, aber das kann ich. Herzlicher. Gruß. Tobias. Ich heiße Tobias und nicht Matthias und auch nicht Fritz oder Franzi, sondern Tobias. Manchmal schreiben Florian oder sonstige Namen, ist mir auch egal. Hauptsache, ihr habt Spaß und Blumenmann, das wisst ihr ja, so heiße ich. So, dann die Kiste zumachen. Und vielleicht ein wenig überdimensioniert, aber ich kann bis 2 Kilo packen und dann ist es auch egal, denke ich, wenn die Kiste größer ist. Weil wenn sie zu klein ist, ist auch nicht optimal. Du siehst jetzt da, ich kann diese Kiste kippen machen und tun, wie ich will und da geht nichts kaputt. So, wieder die Etikette drauf, damit dieses schöne Osterkränzchen oder der Osterkranz morgen vor Ort ist. Dann sehe ich noch, da hat mir das Schuhgeschäft im Dorf hat mir auch noch Kisten gegeben. Da mache ich da noch schnell drüber, dass nicht irgendwie jemand das Gefühl hat, das kommt vom Schuhladen. Herzlichen Dank auch an das Schuhgeschäft. Alle supporten einander und ich danke einfach für diese Bestellung und für alle anderen Bestellungen. Und ich hoffe, ich kann alle Bestellungen bald abarbeiten und euch morgen wieder einfach Einblicke zeigen in den Blumenladen, in den Alltag vom Blumenmann. Ja, sage ich einfach, schlaf gut, bleib gesund und ich hoffe, das Einpacken hat dir Spaß gemacht und du freust dich auf morgen, wenn das Paket bei dir ankommt. Tschüss und weg, sage ich dann. Bis zum nächsten Mal wieder.